Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich habe den Namen dieses Spiels vergessen. Nein, Spaß. Willkommen zurück zu Let's Play Knights of Pen and Paper. Paper. 86%, okay. Ich habe beschlossen, wir gehen zu den fliegenden Würfeln. Egal, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ich habe keine Ahnung, was ich da überhaupt gesagt habe. Also, gehen wir zu den fliegenden Würfeln. Und machen dann noch ein paar Quests. Ich will eigentlich alle Quests in den Orten hier so machen. Oh, Monsterhandbuch. Was für ein hübscher Ort. Wäre doch furchtbar gewesen, wenn ich ihn mit fiesen Monstern vollgeschopft hätte, oder? Ziemlich gut beobachtet. Was für ein Gentleman. Dom, dom, dom. Der sieht hässlich aus. Was? Ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, dass der Totenkopf da hässlich aussieht. Ich bin doch so böse für diesen armen Monstern, die doch eh nur von mir niedergestreckt werden wollen. Also nochmal ganz von neu. Oh, wow, ein Kampf. Und ja, ich höre damit schon auf. Keine Sorge. Nicht, dass ich euch Angst mache oder euren kleinen Geschwistern oder sonst wem, wer auch immer das jetzt noch guckt. Aber ich habe gesehen, Knights of Pen and Paper und Paraworld wird so gut vor niemandem mehr geguckt. Ich überhaupt nicht, glaube ich zumindest. Ich gucke meistens immer nach einem Tag, wie die Zahlen so stehen, und dann steht da überall 0 dran. Also, Leute, wieso nur? Wieso? Das sind doch zwei super tolle Spiele. Weil mit so einem super tollen Moderator, Kommentator, Moderator, irgendwas wie mir. Also, was Besseres kann es doch nicht geben, oder? Und der Rest von denen, bei denen wahrscheinlich eh die Sachen geguckt werden, sind eh alles nur Amateure. Oder so. Ja. Weil ich kenne den Großteil der Let's Player, die sowas Let's Play nicht. Ich kenne bloß die großen Let's Player. Da will ich auch mal zu einem aktuellen Thema anschlagen, und zwar, ich habe mir erst neulich ein Video von, na gut, erst neulich heißt gestern, von Ungespielt angeguckt, in dem, oder eher gesagt auf seinem Ungefilmt-Kanal. So ist es richtig. Auf dem er gesagt hat, er will mit YouTube aufhören, weil ihm dieses Mediacraft, oder wie auch immer das heißt, mehr EP. Jetzt habe ich den falschen Wort, egal. Leute, da ihm dieses Mediacraft oder was auch immer, Gedönsnetzwerk, Scheiße, wo er da drin war, hart auf die Eier gegangen ist, oder ihm hart auf die Eier geht, und die ihn jetzt in die Privatinsolvenz treiben wollen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die sowas schaffen wollen, weil für mich heißt Insolvenz immer sowas mit wenig Geld, mit, dass man überhaupt kein Geld mehr hat und dass man dann so pleite geht und so und dann irgendwie seine Sachen verkaufen muss oder so ein Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne es nur von Firmen. Und wie man das privat schaffen will, in die Insolvenz zu gehen, habe ich keine Ahnung. Da ist mein Wissen begrenzt. Frau. Ihr müsst uns helfen. Die Dorfbewohner haben Angst vor einigen seltsamen Erscheinungen in der Morgendämmerung. Was? Erscheinungen? Was ist denn los? Dorfältester. Anscheinend spielen die großen Zauberer mit den Toten herum. Das ist nicht das erste Mal. Schnell bringt mich zu den Zauberern von der Ostküste. Dann werde ich dieses Problem lösen. Reisen. Zu den Zauberern von der Ostküste. Von der Schrottkiste. Ja, ich habe gerade Schrottkiste gesagt, ja.
Ha, auf den Kopf geschlagen. Oh mein Gott, Schaufeln. Die sind so böse. Feuerball. Dort. Niederschreck. Na, es brachte jetzt gerade. Es brachte sehr wenig. Na egal. Das sind Monstrositäten, würde ich sie mal so nennen. Super effizient. Victory oder auch Victory genannt. Du hast einen Schleifstein gefunden, bring ihn zum Schmied und wir rasten hier mal. Gott, von einer Monstrosität werden wir überrascht. Ich nenne es einfach mal Monstrosität. Zauberer von der Ostküste. Gruppe wird angegriffen. Ältester muss geschützt werden. Oh. Portal ist opened. Vereinigen. Da hinten sieht man das Portal. Die kommen ja teilweise noch nicht mal mit so ein paar einfachen Dings. Wie heißt es nochmal? Mit keine Nummer. Ich habe jetzt mit Missing No. Die kommen nicht mehr mit drei Missing No's irgendwie zurecht, also. Sollen sie sich doch schämen. Eine MP dran. Entschuldigung, ich muss telefonieren. Spielt ihr schon wieder mit den Toten herum? Tut mir... Tut uns leid, wir haben versucht, sie zu kontaktieren, weil... Ist nicht mehr wichtig. Wir waren das. Aber die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Durch die Höhle fallen Kriegsseelen ein. Beeilt euch und bereinigt diese verworrene Situation. Besiegt diese Kriegsseelen. Lauf zur Höhle des sofortigen Todes. Ja, du möchtest mal andere Orte sehen. Hast du einen Schleifstein gefunden? Ja. Ja,
Ja, 7 Kriegsseelen. Egal. Herausforderung angenommen. Challenge accepted. Habe ich gerade accepted gesagt? Meinte natürlich accepted. Ja. Oh. Ziehen die mir ganz schön Leben. Verweisung auf dich, Jungchen. Und dann... Wow, 2 Schaden. Einmal wieder einen Schlag. Hey, du hast doch einen Schlag! Regeneration. Regeneration. Oh ja. So ein kleiner Dingstrank. Der sehr geholfen. Das ist doch jetzt mal irgendwo eine Herausforderung wenigstens gewesen. Im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Sachen, die ich da gemacht habe. Oh ja, Level 32. Wir haben den Tod versehentlich heraufbeschworen. Beeilt euch, die Zauber von der Ostküste warten schon auf euch. Reisen. Reisen. Hat mich 10 Gold gekostet. Wir haben den Tod versehentlich heraufbeschworen. Und da ihr all ihre Monster besiegt habt, könnte sie hier jeden Augenblick erscheinen. Oh oh. Hui. Der Tod erscheint. Tod.
Wie könnt ihr all diese Kriegsseelen töten? Sie alle hatten eine Bestimmung. Das ging euch überhaupt nichts an. Und nun werdet ihr um einen schnellen Tod flehen. Oh, die Gruppe wird angegriffen. Okay. Immer auf den mit der dicken Lebenszeile gehen. Das ist eigentlich die beste Idee, die man haben kann. Ich habe zu diesen Kämpfen irgendwie nie viel Gesprächsstoff. Naja, heute ist Sonntag, gestern war Samstag, morgen ist Montag. Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, sage ich immer so gerne. Denn ich habe noch morgen und am Dienstag Schule, morgen ist so normal. Morgen habe ich Projekttag und am Dienstag habe ich Weihnachtsfeier. Ja, man hat in der Schule Weihnachtsfeier. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr derart stark seid. Gut habt ihr gekämpft und sehr ehrenhaft. Ich werde diese Welt nur verlassen. Länger zu verweilen macht keinen Sinn. Lasst mich meinen ehrenvollen Boten zurücklassen, damit ich zu euch Kontakt aufnehmen kann, wenn es sein muss. In dem Moment, als der Tod verblasst, erscheint ein Nekromant. Er wird euch in dieser und zukünftigen Kampagnen zur Verfügung stehen. Oh, cool. Neue Klasse verfügbar. Nekromant. Class Necromancer. Cool. Als Vermittler des Todes. Auf zum Vulkan des Phönix. In dem wieder dieses das Bonfire noch da ist und also so ein Bonfire hätte dem guten Gollum da unten wahrscheinlich eher mehr geholfen. Feuerteufelchen. Die sind die größten Monster aller Zeiten. Teil 3. Bereit? Machen wir 5. Ja. Da helfen auch keine Cheats.